Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du dich selbst als MP3-Datei mittels Mikrofon aufnehmen kannst. Unter Windows 8.1 gibt es dazu den Audio-Recorder. Hier in der Version als Touch-App sozusagen. Hier brauche ich nur einmal das Mikrofon drücken, kann meine Stimme aufzeichnen. Das anschließend umbenennen. Ich nenne es jetzt beispielsweise Audio-Demo-Datei. Speichere das Ganze. Und jetzt ist nur die Frage, wo Windows das hinspeichert. Das Ganze wird im Benutzerprofil gespeichert, das ich mit Prozent, User Profile Prozent hier ansteuere, Enter drücke. Anschließend lande ich direkt in meinem Benutzerprofil und suche nun hier nach Stern.m4a, weil Windows das als M4A-Datei abspeichert. Das ist ein neueres Audioformat. So, die Datei hier habe ich nun in einem etwas langen Ordnerpfad gespeichert. Ich sage jetzt rechte Maustaste, Dateipfad öffnen. So, ich kopiere das jetzt einmal irgendwo anders hin, an einen etwas kürzeren Pfad. So, auf C, Datendemo. Und will das Ganze jetzt noch als MP3-Datei umwandeln. Dazu suche ich mir jetzt einen Online-Audio-Konverter. Nehme hier den ersten, online-convert.com. Wähle hier Konvertor MP3 aus, lade nun meine Datei hoch . Kann hier noch einstellen, welche Bitrate ich haben möchte. Ich nehme hier jetzt einmal eine höhere, das kann ich unverändert lassen, sag Convert. Anschließend wird die Datei hochgeladen und umgewandelt. Ich kann das nun hier automatisch als MP3 runterladen. Fertig. Jetzt habe ich hier im Ordner beide Dateien. Falls du nicht Windows 8.1 benutzt, kannst du im Startmenü auch einen anderen Audio-Converter oder Audio-Recorder besser gesagt finden. Das ist der hier mit dem anderen Mikrofon davor. Hier kann ich auch meine Stimme aufnehmen. Der Unterschied hier ist nur, das Ganze ist ein quasi älteres Mitbringsel von Windows und hier wird die Datei quasi im WMA-Format gespeichert. Das ist quasi ein bisschen älter, kann ich aber auch verwenden. So, wenn ich das hier speichere, habe ich nun eine WMA, kann aber diese normal auf der gleichen Seite genauso umwandeln. Ich sage Konverter MP3. Datei auswählen, nimm die WMA, lass das einmal so, sag umwandeln und werde gleich wieder eine MP3-Datei erhalten. Fertig.